Herzlich willkommen zurück zu Aquarist. So, da wir die jetzt auch noch brauchen werden, nehme ich das nicht mit, weil ich daneben klicke. Okay, nehme ich jetzt die Sachen noch mit. Dann müssen wir einmal Erde reinfüllen. Sind wir ja schon gewohnt mittlerweile. Frag mich nur, warum er das jetzt so hier hingestellt hat. Ich dachte, das soll jetzt irgendwie als Theke oder so gemacht werden. Also jetzt nicht, dass man ja mit Brettern und alles das Ganze baut, sondern tatsächlich dann ein richtiges Aquarium dahinsetzt, anstatt von der Theke halt. So habe ich das jetzt verstanden. So, tun wir die Sachen schon mal eben weg. Und das auch. So. Dann dekorieren Sie das Aquarium mit Gegenständen aus dem Meer. Das kann ich theoretisch machen. Leg ein paar Korallen in das Aquarium. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich krieg jetzt schon die Krise. Moment, das schmeißen wir erstmal hier hin, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Das schmeißen wir hier hin. Und dann gehen wir mal ins Wasser. Korallen. Korallen sind auch die bunten. Lass einen Luna-Feuerfisch, Haifischlutscher. Ich bin aber nicht sicher, was das für einer ist. Das ist das Problem. Warum kann man die nicht angucken? Also mit E kann ich die fangen. Das ist ja auch ganz gut. Um das weg zu. Oh. Schmeiße ich mal einfach hier rein. Ich kann es leider auch nicht irgendwie mit. Da steht nur, klicken Sie hier. Oder Moment. Klicken Sie hier. Haifischlutscher. Doch, das ist ein Haifischlutscher. Ha! Ich brauche drei Haifischlutscher. Das sind diese länglichen. Natürlich finde ich jetzt gerade keinen zweiten. Doch, da hinten ist einer. Ah, bleib hier. Bleib hier. Habe ich dich jetzt? Nee. So. Jetzt weiß ich zumindest, warum. Also, dann ist man stabiler. Jetzt weiß ich zumindest, warum man unter Wasser, ja, unendlich viel atmen kann. Moment, wo ist das jetzt? Hier. Eieiei. Ja. Ja, das ist ja geil. Ich kann da aber auch keinen. Oder ist das. Das ist mit dem pH-Wert wahrscheinlich, oder? pH-Wert? Aber komm, komm, komm. Ach, Temperatur. Ach, das ist nicht eingeschaltet. Wieso sagt das hier keiner? Oh. Das ist pH down. pH up. So, die brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen pH. Ich weiß natürlich nicht, was die anderen Fische brauchen. Dann sind die schon mal in einem guten Bereich. Temperatur geht auch hoch. Okay, Dekoration und so. Naja, gut. Ne, machen sie vielleicht traurig, aber ich sag mal, das ist schon okay. Luna Feuerfisch. Französischer Kaiserfisch. Luna Feuerfisch. Du bist kein Luna Feuerfisch, oder? Moment. Ich dich da hinsetze. Doch, das ist ein Luna Feuerfisch. Okay. Da waren noch gerade noch welche hier oben.
Da ist noch einer. Wo haben wir noch einen? Halt. Da ist noch einer, okay. Drei, ne? Ja, drei Luna-Feuerfisch, okay. Wo sind wir hier? So, Luna-Feuerfisch bräuchte ein bisschen mehr pH-Wert. Die haben jetzt natürlich auch Hunger, das ist jetzt auch noch das Problem. Die Frage ist, was soll ich denen jetzt zu fressen geben, ne? Oder kriegen Hunger? Oder, naja, gut, um das jetzt hier hinzustellen, glaube ich, ist das jetzt nicht so schlimm. Französischer Kaiserfisch. Ein französischer Kaiserfisch. Bist du das hier vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Du heißt aber anders, oder? Dich kenne ich doch. Imperator. Imperator Kaiserfisch. Okay, du bist nicht der Französische. Na gut, dann gucken wir mal bei deinen Artgenossen nach. Der Französische, vielleicht der mit dem Pinken hier. Nee, du bist keiner, oder? Oh Gott, jetzt muss ich die ganzen armen Fische hier erstmal fangen, damit ich weiß, wer das ist. Französischer Kaiserfisch, doch. Ah, okay. Das sind die mit dem lilanen Gesicht. So, du bist noch einer. Und du bist noch einer. Drei. Nee, Moment, ich brauche sechs davon. Die mit dem lila Gesicht. Komm her. Komm her. So. Da ist noch einer. Falsche Taste. Zack. Und da sehe ich doch noch was. Es ist kompliziert, alle Tasten hier gleichzeitig zu drücken, aber es geht. So. Okay, solange wie das jetzt gerade alles schon geht, ich weiß nicht, ob ich das eventuell in zwei Teile mache. Also wenn ja, tut es mir leid. Das sind die französischen Kaiserfische. Die kommen alle hier rein. Die brauchen auch ein bisschen mehr pH-Wert wieder. Oh. Gut, bei dem können wir noch was hochgehen. Müssen wir uns an den französischen Kaiserfisch orientieren. Weil die anderen können alle noch ein bisschen mehr vertragen. Ja, machen wir noch eins mehr rein. Ja, dann ist das gut, das im mittleren Bereich und das auch. Okay, sehr schön. Setze ein paar Wasserpflanzen ein. Ich habe natürlich keine Ahnung, welche von denen jetzt kaputt gehen könnten. Wobei, ja, bei der Temperatur, es gilt doch hoffentlich unter Wasserpflanzen hier, ne? Diese langen. So, da brauche ich aber 8 Stück für. Gucken wir mal, ob die überhaupt funktionieren. Ja, die funktionieren sehr schön. So, dann machen wir hier noch welche hin. Da. Vorne. Dann haben wir 6 Stück. 2 brauchen wir noch. Hat er es gar nicht genommen. Wie nah muss ich denn da dran sein? Ach so, ich drücke die ganze Zeit die 3. Ach. Ich war etwas zu tief. Okay. Okay. So, machen wir erstmal das, bevor ich jetzt hier komplett durcheinander komme. So, dann auf der anderen Seite. Zack. Und hier auf der Seite ist so wenig. Zack. Leg ein paar Korallen in das Aquarium. Das machen wir noch gerne. So, das, das,
wenn ich dann rankomme. Und das. Die nehmen wir auch noch mit. Zack. So, okay. Und danach muss ich dann noch 4 machen. Und ich hoffe, dass wir dann bald durch sind. Weil, wie gesagt, die Aufnahme ist schon sehr, sehr lange mittlerweile. Wieso kann ich das nicht... Achso, weil es hier... Boah, die sind wahnsinnig groß. Ich hätte vielleicht doch kleinere nehmen sollen. Oh Gott. Ja, schmeiß die da rein. Ist mir scheißegal, komm. Das noch. Das könnte jetzt problematisch werden, weil die so groß ist. Können wir noch 5 kleinere vielleicht irgendwo finden, bitte? Ah, die sieht auch wieder so groß aus. Das Problem ist, die sehen alle kleiner aus, bis man dahin geht. Und dann sind die irgendwie riesig. Das. Das. Zählt ihr auch unter Korallen? Aber das ist auch wieder so riesig, ne? Die Muscheln, zählen die unter Korallen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ach, jetzt kann ich das auch nicht. Doch, kann ich doch fallen lassen. Ich meine nämlich, die zählen nicht darunter. Dann haben wir natürlich ein Problem. Ich finde hier ehrlich gesagt nichts Kleines drin. Bist du auch nur... Nee, du bist... Na, da bin ich mir nicht sicher, ob das zählt. Na, die ist auch wieder so groß. Ah, das ist blöd. Ich habe hier nur so große Sachen. So, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich schmeiß das da einfach mal alles irgendwie rein. Ja, berührt das Glas. Du kannst mich doch mal. So. Das ist klein. Das kann ich irgendwie so. Oh, das ist schon größer. Scheiße. Ah, sieht jetzt nicht schön aus. Ich gebe es jetzt so. Aber warum will der so ein kleines Aquarium haben, wenn ich da so viele Sachen reinmachen soll? So. Richtig. Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das jetzt auch noch. Ja. Ich schneide das dann zusammen, das auf jeden Fall, weil es wird hier gerade immer länger und länger. Was auch blöd ist, das ist jetzt pH down. Ja, super. Ich mache das am besten mal hier draußen hin, weil ich befürchte, dass wir sonst nachher unsere Sachen hier auch los sind. Komme ich natürlich nicht mehr an das andere ran. Das muss ich mir mal eben vom Schiff noch holen. pH ab, genau. Und bei dieser Gelegenheit werde ich auch nochmal ganz kurz speichern. So, ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal direkt daran. Also, drücke G, um zu kaufen. Und wir haben Vorgaben. Ich habe es befürchtet. Die Erde hatte ich nicht mehr hier drin. Die hatte ich... Ah, hier. Okay. Einmal das und das. Mach, geh rein hier. Kümmern wir uns erstmal um die Grundierung. So. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das nicht einfach rausschneiden soll. Wenn ja, dann sehen wir uns nämlich gleich wieder, wenn ich die Sachen besorge. Dekorieren Sie das Aquarium mit Gegenständen von Land und vom Fluss. Das ist aber egal, was ich nehme.
das kann doch auch theoretisch das sein, was jetzt da drin steht, ne? Gut, die Wasserpflanzen, die sind natürlich aus dem Fluss. Setz ein paar Steine ein. Wir haben hier oben Steine gehabt. Ich weiß jetzt nicht, was die mit ein paar Steinen meinen. So, ich nehme mal zwei Steine mit. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt schon zählt. Moment, nee. Setz ein paar Steine. Ach so, sechs Stück. Oh, oh. Ich glaube, das ist doch ein bisschen wenig, was wir jetzt hier gesammelt haben. Ja, okay. Also, das sind die, die wir auf jeden Fall von hier aus nehmen können. Dann schauen wir mal. Dann haben wir noch einen. Die sind aber alle so groß. Ah, hier haben wir. Nö, der ist genauso groß. Okay, zwei. Das heißt, wir hätten dann vier. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Ich denke mal, so ein Holzobjekt. Ach, hier sind auch noch Bretter. Die nehme ich auch mal direkt eben mit. Wenn ich sie mal darf. So, fünf. Und finden wir hier noch irgendwo einen Stein? Hier ist auch noch ein Holzobjekt, was wir noch mitnehmen können. Ich wollte aber eigentlich noch einen kleinen Stein haben. Deko-Elemente aus Holz. Ja, komm, dann nehmen wir das jetzt erstmal mit. Ich gehe mal davon aus, dass das mit darunter zählt. Unter Deko-Elemente aus Holz. Dann haben wir natürlich so viele große Elemente. Das ist grausig. Ja, zählt darunter. Okay. Dann haben wir hier. Oh, Moment, Moment. Wir können unsere pH-Flasche rausholen. Sehr schön. Jetzt, wo wir das gemacht haben. Wieso geht das nicht? Jetzt geht's aber. So, dann nochmal Stein. Den schmeißen wir einfach da rein. Genau, ja, ist alles kein Thema. So, dann brauchen wir noch einen Stein. Wenn wir jetzt natürlich die ganzen Holzelemente da mitnehmen, das ist nicht schön. Was ist das denn? Das sind keine Wasserpflanzen. Beta Splendens? Nee, das ist Ludwiger. Okay. Das ist Polymera. Oh Gott, soll das jetzt eine Pflanze sein, was wir hier suchen müssen? Ich habe absolut keine Ahnung. Guck jetzt erstmal nach dem letzten Stein. Den nehmen wir jetzt erstmal. Und ich würde sagen, dass wir dann tatsächlich die Fische mal schauen, dass wir da welche holen. Weil das Problem ist, wenn wir jetzt natürlich so viele Holzobjekte hier reintun, ich habe hier überhaupt gar keinen Platz mehr, irgendetwas da reinzutun nachher. So, die Steine sind jetzt weg, deswegen finde ich sie nicht mehr. Lass ein heißt wahrscheinlich, dass das die Fische sind. Die Frage ist natürlich. Ach nee, klar, das sind ja alles Süßwasserfische. Ich hatte aber keine. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ich eben gemacht habe. Das ist natürlich wunderbar. Nee, ich hatte aber keine. Nichts, um das damit zu ändern. Das Wasser. Warum ist das eigentlich so bläulich hier links? Clownsschmerle. Oh Gott. Wo sollen wir das jetzt alles herkriegen? Und kriegen wir die überhaupt hierher? Oder ich bin mir nicht sicher. Hier sind doch welche, die sahen so ein bisschen aus wie Clownsfische. Wo sind die denn jetzt? Da hinten. Aber das sind Clownsfische, oder? Hallo? Hallo, Herr Fisch? Bleiben Sie mal hier. Nicht wegfliegen. Wegfliegen, genau. Nee, wegfliegen sollen die nicht. Das ist richtig. Das ist ein normaler Clownsfisch, oder? Ich meine, bei denen heißen die ja immer irgendwie anders. Falscher Clownfisch. Oh, es ist kein echter Clownfisch. Wir suchen weiter. Es kann aber auch sein. Ah, ja. Beim Herumlaufen habe ich ja gesehen, dass hier auch noch Fische drin sind. Es kann natürlich sein, dass wir die haben müssen. Oh, Moment, ich konnte es gerade. Clownschmerle. Ja, das sind die.
Sieben Stück brauchen wir davon. Nee, das war doch keiner. Ich sehe hier überhaupt nichts mehr gerade. Das ist so hell. Und was bist du? Moment. Was bist du hier? Ein Guppi. Ach so, gut. Ja doch, Guppi brauchen wir auch. Brauchen wir auch. Brauchen wir auch. Noch ein Guppi. Den wir nicht aufnehmen können, weil ich zu weit weg bin. So. So, ist da auch noch einer? Wenn ich das richtig sehe hier. Na, komm, komm. Habe ich den jetzt? Nee. Jetzt habe ich den. Und einen Fisch noch. Komm. Bist du noch ein Guppi? Nee, Neon. Neon Tetra. Die Tetra-Packfische. Den müssen wir aber auf jeden Fall auch haben. Deswegen nehmen wir den jetzt definitiv auch mit. Wir sind hier schon komplett dran vorbeigerannt. Sehr schön. Gut. Achso, die Temperatur. Die Temperatur. Nein. Leute, so nicht. Ich wollte doch nur die Temperatur einstellen hier. Ich denke mal, so 25 Grad sollte es schon sein. Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. So, gucken wir hier erstmal. Ja gut, die Temperatur, die geht jetzt natürlich noch höher. pH-Wert ist für die Neons okay. Clownfische ist der pH-Wert auch noch okay. Ich habe noch absolut keine Ahnung, was jetzt mit der Temperatur ist. Wir sind jetzt bei 20. Ich glaube, die müssen ganz, ganz warm sein. Kann das sein? Nein, 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 nein. Ich will was in der Hand haben. So. So, Moment. Das sind alles Guppies. Die sind soweit okay. Die bräuchten allerdings ein bisschen mehr Temperatur. Die bräuchten auch ein bisschen mehr Temperatur. Für die ist in Ordnung. Wir sind jetzt gerade bei 25. Dann würde ich mal sagen, machen das mal auf 27. Beobachten mal. Temperatur, der geht ein bisschen hoch. Ist aber auf jeden Fall im Bereich. Die Guppies sind gut drin. Der ist ein bisschen grenzwertig, aber es geht noch. Und wir sind jetzt bei 27, denke ich mal. Ne? Ja, bei 27. Okay, das passt also schon mal hoffentlich perfekt. Ich weiß noch nicht, wo ich diesen Better Splendens herbekomme. Ach so, Moment. Ich muss wegen dem pH-Wert. Der pH-Wert ist okay. Der ist auch okay. Der ist ein bisschen grenzwertig, aber geht auch. Die sehen aber sehr schön aus, muss ich sagen. Mein lieber Scholli, gut. Wo finden wir hier noch Fische? Ihr seid die Neons. Neon Tetra Pak. Die nehmen wir auch. So. Guppies nehmen wir auch mit. Zack. Ich hoffe nicht zu viele. Aber ich finde es gut gemacht, dass die nicht abhauen. Also das wäre jetzt wirklich ein bisschen zu viel verlangt, weil wir ja keine Hilfsmittel und nichts haben hier. Okay, Moment. Guppies haben wir jetzt 6 Stück insgesamt. Was bist du genau? Better Splendens. Dich habe ich noch gar nicht gesehen heute. Von dir brauchen wir 3 Stück. Warum die alle so im Fluss einfach daher schwimmen, ich habe absolut keine Ahnung. Hier sind noch welche. Noch einer. Na gut, mehr kann ich jetzt natürlich nicht tragen. Flup, 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 flup. Dann brauche ich noch 2 Guppies und einen Better Splending. Splendens, Entschuldigung. Du bist ein Better, oder? Ne, du bist ein Guppi, Entschuldigung. 2 Guppies brauche ich. Zack. Du auch noch. Komm, näher ran. So. Guppies haben wir. Dann, was seid ihr? Clownschmerle. Da haben wir dann 3, 4, 5, 6. Und ich bin sowieso wieder voll, also müssen wir die sowieso reinmachen. Ach ja, ach ja. Aber zumindest. Oh. Der hat es mit einem Weitwurf nicht so ganz genau genommen.
Clownschmerle fehlt mir jetzt noch eine. Seid ihr denn soweit okay, Jungs? Wir brauchen natürlich noch Dekorationen und so. Ich weiß, ich weiß. Ja, Dekorationen und Pflanzen brauche ich noch, aber das kommt ja gleich alles. So, dann. Guppies sind weg, weil ich die hab. Du bist ein Neon-Tetra-Pak. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du bist auch nochmal ein Neon. Neons waren übrigens auch Fische, die mein Vater auch drin hatte. Also nicht alle gleichzeitig, muss ich jetzt wohl dazu sagen. Vier sind. Einer fehlt noch. Die sind auch immer in Schwärmen aufgetreten. Das ist schon richtig. Ludwigia. Die steht hier nicht drin. Könnten wir aber noch mitnehmen sonst. Ah, hier oben sind noch welche. Ein Splendens. Beziehungsweise mehrere. Ihr seid, oder? Nee, seid ihr Guppies? Ihr seid Guppies. Euch brauche ich trotzdem nicht. Egal, ob ihr Guppies seid oder nicht. So. Clownschmerle, da brauche ich noch einen von. Genau, dann nehmen wir den noch mit. Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir jetzt die Wasserpflanzen von da vorne dann reintun sollen. Einmal Weitwurf, zack. Einen Neon brauchen wir noch. Wieso brauchen wir noch einen Neon? Habe ich den dahinter geworfen? Ich meine, ich hätte doch gerade alle gehabt. Ich habe keine Ahnung. Okay, ein Neon, noch ein paar Holzobjekte und Wasserpflanzen. Die kann man gar nicht nehmen. Nee, das sind ja auch gar keine Wasserpflanzen. Du bist aber eine Wasserpflanze. Dich nehme ich mal mit. Was habe ich gesagt? Ein Neon brauche ich noch. Du bist kein Neon. Frage ist, finden wir hier noch Neons? Finden ja alles, was ich nicht brauche. Du bist ein, wie heißt du nochmal, Beta, Dingsbums. Ihr seid Guppies. Ich sehe ja echt gar nichts, weil das alles so hell ist vom Wasser her. Achso, ja, hier kam er ja nicht weiter, genau. Das war unser großes Problem. Das heißt großes Problem, es ist ja kein großes Problem. Du bist auf jeden Fall noch eine Wasserpflanze, nehme ich mal an, hoffe ich zumindest. Wo hat sich denn hier noch ein Neon versteckt? Hallo. Gesucht werden kleine Neonfische. Guten Tag. Wo seid ihr? Wobei hier am Anfang habe ich die, glaube ich, nicht gefunden, oder? Ah, Moment, Moment. Da habt ihr euch versteckt, ihr kleinen Lausebubs. So. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt als Meerespflanze gilt, also als Wasserpflanze gilt, aber wir nehmen sie trotzdem mal mit. Eigentlich streng genommen sind das die einzigen, die jetzt hier in dem Wasser drin waren. Vielleicht können wir auch einfach welche aus dem Meer nehmen. Wer weiß, ich habe keine Ahnung. Wir machen das jetzt mal so, probieren das mal aus. Perfekt. Perfekt, abgesehen davon, dass die riesengroß sind und überhaupt gar nicht reinpassen in das Aquarium. Abgesehen davon funktioniert alles wunderbar. Die ist auch noch mal so riesig. Setzen wir mal dahin. So, drei Pflanzen, damit man bloß keine Fische mehr sieht. Und noch die Holzelemente. Oh mein Gott. Wieso sind die denn hier? Sehen die so klein aus im Vergleich? Und hinten sind die so riesig. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Okay, den nehmen wir noch mit. Und Deko-Elemente aus Holz. Brauchen wir noch sechs Stück. Die Frage ist, gibt es was, was kleiner ist als das hier? Weil das ist so groß fürs Aquarium. Ich weiß echt nicht, wie ich mit diesen Dingern irgendetwas machen soll. Oh ja, das ist auch riesengroß irgendwie, aber das ist wenigstens mal was anderes. So. Ach, da hinten lag noch eine. Ja, toll. War ja klar. Okay, das setzen wir mal rein. Dann noch eine Pflanze hier hinten. Und hier. Und
Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen ganzen Wurzeln machen soll. Hilfe. Die drehen wir mal ein bisschen, die setzen wir da rein. So, und jetzt müssen wir immer noch irgendwie drei Holzelemente da unterkriegen. Ey, ganz ehrlich, wer würde so ein Aquarium machen? Ohne Platz, ohne alles. Eins, das können wir nicht nehmen, ne? Zwei. Ich glaube, hier habe ich so alles abgegrast. Das ist noch ein Stein. Wenn, dann ist auf der Seite noch irgendein Teil. Ja, hier ist noch eins. Oh Gott, ich habe wirklich keine Ahnung. Vor allen Dingen, das sieht ja hier tatsächlich so klein aus. Moment. Das könnte vielleicht tatsächlich ein bisschen kleiner sein. Es sieht ja hier so klein aus und dann kommt man hier rein und das ist ein riesiges Becken. Und irgendwie ist das dann total groß da drin. Ja, obwohl das geht jetzt noch. Die sind jetzt nicht so riesig wie die anderen. Yeah, weg damit. Zack. Es ist Zeit, die Yacht unseres Kunden zu reparieren. Finden Sie ein Blech, mit dem Sie den Schaden reparieren können. Wo zur Hölle soll ich hier ein Blech finden? Wir sind hier auf einer einsamen Insel gestrandet. Ich werde auf jeden Fall noch mal kurz speichern für alle Fälle. So. Und jetzt ist die große Frage, wo soll ich ein Blech finden? Unter Wasser vielleicht? Achso, du bist der eine Fisch. Entschuldigung, ich weiß aber nicht, wie ich dich freilassen kann. Tja. Ich hätte jetzt sonst spontan gesagt, das könnte vielleicht irgendwo unter Wasser sein. Oh. Was sehen meine müden Augen denn da? Und das meine ich wörtlich. Ich habe den dritten Tag jetzt nur 4 Stunden geschlafen. Ah nein, ich brauche Werkzeug, oder? Ja, muss ein Hammer verwendet werden. Ich bin jetzt einfach drauf losgeschwommen, weil ich gedacht habe, oh geil, das sieht mir so nach Blech aus. Und dann, als ich fast da war, habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich brauche dafür Werkzeug, um das Ganze rauszuholen. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier komplett hochgelaufen. Werkzeug. Ich nehme einfach mal beides mit. Ich will das aber bitte auf Platz 1 und 2 haben. Dankeschön. Falls wir da unten doch noch irgendwas anderes machen müssen, ne? Ui, der fliegende Hammer ist bereit. Er kommt. Hätten wir die Dinger auch mitnehmen können? Die hätten auch schön ausgesehen. Okay, so und so. Gehen Sie zur Yacht. Ich kann im Moment nur schwimmen, aber trotzdem. Und reparieren Sie den Schaden mit dem Blech. Stimmt, er hatte ja gesagt, er hatte mehrere Aufgaben für uns. Das ist richtig. Wo sind wir denn hier? Ich glaube, ich werde doch 2 Folgen daraus machen, weil das ist so lange jetzt. Ach hier, okay. Herzlichen Glückwunsch! Alle Aufgaben sind erledigt und gleichzeitig haben Sie Ihre Stimme verloren. Gehen Sie zum Kunden, um die Belohnung abzuholen. Danke, danke, danke. Es hat jetzt so lange gedauert. Ja, es tut mir leid. Ach so, Moment. So lange gedauert? Ja. Aber bevor wir jetzt hier komplett rausgehen, es tut mir wirklich sehr leid, Leute. Aber ich brauche immer Coverbilder. Und das ist natürlich ein richtig tolles Coverbild, wenn ich dann hier so ein Bild von dem Dings habe. Die Yacht kann ich natürlich auch noch fotografieren, die ist auch schön, aber die brauchen wir nicht. Obwohl, ein schönes Bild würde es ja schon ergeben, wenn auch nicht fürs Cover. Machen wir einfach noch kurz einen Screenshot davon. Ich finde, das sieht sehr schön aus, so. So, und jetzt können wir aber trotzdem endlich abschließen. Vielen Dank dafür. Wir haben 10.500 bekommen und haben ja gar nichts gekauft, ne? Das war ja das Geilste da dran. Das war jetzt richtig geil. Und dann, man sieht ja auch diese wunderschöne Schleichwerbung von Hausbilder und Yachtmechanik-Simulator unten in der Ecke, die gar nicht auffällt, wenn man nicht genauestens darüber Bescheid weiß. Ja, wir haben sehr, sehr viele Fische dazu bekommen. Um nicht zu sagen, alle, die wir jetzt hier reingesetzt haben.
Und alle Dekorationen, die wir wahrscheinlich finden konnten. Das sind nicht alle, die wir jetzt reingesetzt haben, glaube ich. Das sind viel mehr gewesen. Aber geil, geil, geil. Also das macht natürlich dann sowas schon viel, viel schöner. Du bist großartig. Die Aquarienbar sieht wunderschön aus. Ich kann es kaum warten, bis die ersten Kunden sie bewundern. Dank des von Ihnen gebauten Piers können Sie natürlich sicher hierher gelangen. Vielen Dank auch, dass Sie mein Boot repariert haben, dieses Sie und du, ne? Damit ich sicher nach Hause kommen kann. Ich hoffe, dass die neuen Fische, die Sie gefunden haben und die Dekorationen Ihnen in Ihren Aquarien gute Dienste leisten. Ja, vielen, vielen Dank. Da sind ein paar wirklich schöne Sachen bei. Hier ist deine Belohnung. Wenn Ihnen dieses Level gefallen hat, oh, sollten Sie vielleicht Hausbilder oder Yachtmechanik-Simulator ansehen, um noch mehr coole Sachen zu finden. Kann ich euch jetzt noch nicht aus eigener Erfahrung empfehlen, aber ich habe schon sehr viel Gutes davon gehört, zumindest von Hausbilder. Yachtmechanik, ganz ehrlich, sagt mir gerade gar nichts. Werde ich aber definitiv mal reingucken, weil ich habe es glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, sehr, sehr großer Fan von diesen Entwicklern. Robinson Crusoe haben wir freigeschaltet. Wie geil. Klicken Sie auf das Ende des Piers, um zur Ausstellung zurückzukehren. Machen wir doch glatt. Ja, und damit sind wir wieder hier. Ich denke mal, dass sich jetzt hier nichts groß verändert hat, obwohl doch. Für 1500. Oh, das Ding ist aber. Aber gut. Macht er denn auch die Sachen weg, die hier fallen gelassen werden? Eigentlich macht das so ein Roboter nicht. Ich werde mir das jetzt einfach mal gönnen. Lazy Cleaning. Ja, und direkt schon wieder eine Errungenschaft bekommen. Das ist doch cool. Kann man da irgendwas einstellen? Nee, das macht er vermutlich automatisch. Sie brauchen eine. Ach so, hier kann man die Perlen dann platzieren. Okay, gut, aber ansonsten sehe ich jetzt hier definitiv nichts Neues, außer die Sachen, die wir da noch freischalten können. Deswegen werde ich jetzt gleich hier erstmal offline nochmal schnell abspeichern. Und ich sage dann einfach mal im Pausenmenü, damit nicht zu viel Zeit vergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss mal gucken, vielleicht werde ich das in zwei Folgen machen. Vielleicht werde ich das gucken, dass ich es so gut wie möglich zusammenschneide, sodass man noch vieles mitkriegt, das aber auch nicht so langweilig ist in dem, ja. Über eine Stunde mittlerweile, was ich jetzt aufgenommen habe. Also ich glaube 1 Stunde 10 oder sowas habe ich jetzt aufgenommen. Mit sinnlos hin und her laufen und allen drum und dran. Deswegen werde ich mal schauen. Ihr werdet es ja jetzt schon wissen, ob ich eine Folge gemacht habe oder zwei. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und wir nähern uns den 40.000. Ich hoffe, das geht weiterhin genauso schnell und mit schönen Aufträgen, die wir nebenbei erledigen können. Weil so macht das Warten natürlich noch viel mehr Spaß. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.